Damit herzlich willkommen zu Builder's Journey, ein Lego-Spiel, wo wir uns vermutlich auf einen Weg begeben und mehr wissen wir nicht. Und bestimmt Sachen bauen. Auf jeden Fall bauen, so viel wissen wir. Genau, mal ein ganz anderes Spiel und da wir Lego sehr mögen, hat sich das für uns angeboten, auch wenn es jetzt nicht direkt Koop ist. Grob lässt es sich in, nicht Retro, aber Pixelgrafik eingliedern. Ja. Ist auf jeden Fall so ein isometrisches Game, also man schaut halt sozusagen auf so eine Fläche, die in dieser Perspektive dargestellt wird. Und ja. Dann starte mal. Sabbeln wir nicht lang rum, starten wir mal. Mal sehen, was passiert. Hihi, da ist ein kleiner Nippel gewachsen. Der Ton ist krass. Ja, es klingt halt wirklich so. Jetzt würde man den fallen lassen. Okay, also einmal klicken zum Auswählen und dann muss ich den schon ziemlich genau setzen und dann klicken, geklickt halten, um abzusetzen. Ja. Okay, wir werden noch ein bisschen geführt. Da kommen die Püppel einfach aus dem Boden. Ja, ist super nice. So fupp. Die Details, ne? Dass die nicht alle ganz gerade sind, dass die so ein bisschen schräg sind, nicht ganz randedrückt und so. Ja, und halt so abgenutzt, ne? Als hätte man damit schon ewig gespielt. Blub. So geil einfach. Sieht schön aus. Kurz zu den Grafikeinstellungen. Wir haben jetzt nicht die beste Grafik hier. Haben so ein bisschen versucht, einen Kompromiss zu finden zwischen Optimaleinstellung und Spielflüssigkeit. Ja. Spielflüssigkeit. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Also wir hoffen, dass es nicht zu stark ruckelt, aber dass es trotzdem noch einigermaßen gut aussieht. Muss das hier hin? Ich baue einfach, ne? Oh, was zum... Oh, das war ja schön. Oh, das Wasser, wie cool. Das war eine Sandburg. Stimmt. Oh, die Welle hat die Sandburg weggespült. Stimmt, wie krass. Die Atmosphäre, ne? Ich meine, das ist einfach nur so ein Lego-Modell und das fühlt sich richtig schön an. Einfach, aber... Man weiß eigentlich immer genau gerade, wo man hinbauen muss. Ja. Oh, so nicht. Eine Ente. Jetzt nicht mehr. Darauf? Zum Ablegen irgendwo geklickt halten. Ach, jetzt kann ich... Ja, so hast du es abgelegt. Aber... Dreh doch mal. Ich kann das plätschert. Kannst du aufnehmen, oder? Nee, geht nicht. Nee, ich muss den hier richtig setzen. Ich glaube, ich muss den anderen wieder wegmachen. Kann das sein? Ja, der ist nämlich, guck mal, so weiß markiert. Eine große Ente. Ah, die Maus ist empfindlich eingestellt, aber das ist so gut. Wieder kaputt. Oh, wie schön das aussieht. Also lustig. Ich, für ein Let's Play, ich weiß nicht, wie spannend das ist. Ne? Jetzt, ich weiß auch nicht, wie viel Story da kommt und so. Aber zum Spielen macht's Spaß. Genau, also wir werden es einfach genießen. Die Atmosphäre genießen. Zum Umschauen mit rechts klicken und ziehen. Ja, da hat man dann die Reflexion. Da ist es toll. Das war genau versteckt. Musst du drehen, ja. Wie schön das ist. Und der scrollt automatisch wieder. Oh, guck mal. Sie bauen. Das sieht aus wie ein Bademeister. Ja. Oder ein Vater oder Mutter mit Kind. Mit Kind, das Kind, ja. Voll gut. Witzig. Und die Musik einfach mal. Stimmt. Direkt anfängt und dabei... Ohne alles, keine Erklärung. Genau. Naja, schon erklärt, so, aber ganz minimal. Guck mal, das ist wie so ein Gebäude, krass. Ah, eine Fahne oder so. Ja. Oh, die Dächer. Jetzt muss ich überlegen. Die sind immer zwei. So. Oder? Vielleicht ist es auch egal, ne? Vielleicht ist es auch egal, ja. Nee, dann muss so. Aber es geht genau... Nee, es geht nicht. Dann müssen die vielleicht hier. Ja. Naja.
aber du hast ja nur 4 von den kleinen. Außer du drehst nochmal, vielleicht gibt es da noch mehr. Nee, sind nur 4. Okay. Ich mach einfach mal, ne? Ja. Ist ja jetzt nicht direkt eine Anleitung hier. Nö. Geht es mal auch frei, das zu gestalten. Du hast durch den Tunnel das gezogen gerade. Tatsächlich? Ja. Also es. Oh. Ups, das wollte ich nicht. wie die runterfallen. Ja. Nee, da muss ich genau drauf sein. Ach so. Warte. Blub. Ach, guck mal, die Fahne. Die kam angespült. Sehr cool. Ja. Cool. Würdest du dich freuen? Das ist ja hübsch. Errungenschaft. Der Bauer. Oh, ein Fluss. Das macht gerade voll Spaß einfach. Richtig gut. Jetzt hast du es da geklaut. Warte mal. Ach, der läuft. Wie gut. Oh, ist das niedlich. Blub. Nimm es schnell, bevor es weg ist. Soll ich mal gucken, was passiert? Nein. Warte. Ich komm's dann einfach nochmal. Es gibt einfach. Hey, wie cool! Wie cool! Einfach runtergelaufen. Brücke, ja. Ne? Ja. Jetzt musst du das zweite noch ans Ende packen bei dem. Hier, damit er da stehen kann, mein Papa. Ja. Nee, über die Brücke. Der geht immer nur aufs Orangen. Ja, genau. Oh, süß, wie er so wartet. Wie er wartet. Und wird sich rüber. Ja, da will ich weiterlaufen. Was? Wie schön einfach. Noch einer. Wie mache ich denn? Kann ich sowas hier machen? Das ist nicht sehr stabil. Nee, kann ich nicht. Ach so. Warte mal. Ich lege mir die mal hier irgendwo hin und die weg. Oh. Sind weg. Okay, warte mal. Hier ist halt 4, weißt du? Ich habe kein 4er. Ich habe nur 3er. Naja, wenn du den 2er nach vorne packst, geht es auf das eine Nippelding? Den ersten Nippel? Ja. Stabil. Immer auf was drauf. Doch, geht doch. Dann kannst du das nämlich umdrehen und das einfach. Achso, nee. Na egal. Du kannst ja jetzt die Brücke nicht. Ich baue hier echt hässlich, aber es funktioniert. Ach so. Aber das Ding ist ja, du musst ja hier vorne lang. Mal gucken, ob er hier springt. Sache, es berührt sich irgendwie. Es muss nicht unbedingt. Ah, ja. Das ist ja witzig. Ja, doch, könnte es passen. Es gibt zum Glück viele Möglichkeiten. Zum Glück. Oh, wieder zum Papa gelaufen. Oh, voll süß. Guck mal, es hat einen Rucksack. Oh. Das flackert. Das ist doof. Ja, da müssen wir nochmal. Das flackert wahrscheinlich, weil sich hier was bewegt, ne? Gehen mal in die Grafikeinstellung, weil. Wir hatten das am Anfang schon mal, das Flackern. Geh mal auf Funktion. Genau. Was hast du da gemacht? Reflexion und die globale Beleuchtung waren das. Globale Beleuchtung niedrig dann machen? Wie gesagt, wir haben nur so ein bisschen. Nee, jetzt ist es nämlich. Ah, du siehst nämlich, wenn das so blöde flackert. Krass. Das muss mindestens mittel sein. Dann mach ich die jetzt hoch. Und Reflexion. Und also ja. Probieren Sie erstmal. Weiterspielen. Nee, ist immer noch. Entschuldigung, wenn wir noch ein bisschen rumprobieren. Irgendwann haben wir es dann. Grafik. Und Reflexion muss halt mindestens mittel sein, ja. Probier mal ein bisschen rum, im Zweifel schneiden wir es raus. Genau, Option. So. Und wenn du. Oder.
statt Benutzer definiert erstmal auf Mittel gehst. Mittel, genau. Ob das was ändert? Nee, gar nicht. Ah. Jetzt ist es weg. Wir machen mal weiter. Ja. Sorry dafür. Genau, wir probieren dann mal rum. So. Der da oben hat einen Rucksack auf. Ja, der hat einen Rucksack. Und hier ist irgendwie so ein Schlamm oder was? Da blobbelt. Ja, so Modder. Ja. Stimmt. Modder blobbelt. Also das Ziel ist es, dass das Kind immer zu dem Zum Vater kommt. Geschlecht. Jedes läuft ja. Ah, du musst so eine Treppe bauen. Und dann immer mit den orangenen Dingern. Aber die Treppe muss hier anfangen. Dann immer wieder verwenden die Dinger, weißt du? Du kannst auch schon eher anfangen, dann kommst du höher. Nee, aber du, ich habe ja nicht so viel Stein. Doch, du kannst ja immer wieder verwenden, wenn der weitergeht. Stimmt. Ja. Deswegen bau die erste Stufe mal eher. Direkt vor dem. Aber ich glaube, sonst. Ist ja egal, ob die rund sind. Ja. Sonst reicht das vielleicht nicht. Ach doch, ja, so würde es gehen. Ja. Können sich generell irgendwelche nehmen? Nee. Kann ich ihn anklicken? Die müssen schon auffällig sein. Guck mal, da oben ist irgendwie so ein Pause. Pause-Symbol. Immer wenn ich bei ihm so klicke. Nee, genau. Doch nicht. Oh, wie auch immer. So, jetzt laufen wir mal hier. Ja. Ich sag mal Sohn und Vater. Ja, ist halt blau, ne? Das Kind, das hat so eine Neonfarbe und der Vater ist ein bisschen gräulich, die Farbe. Stimmt, das ist nicht das gleiche Blau. Ja. Seht ihr das schon? Ja. Oh, ein Rucksack. Was hat der noch? Eine Mütze. Oh, das ist ja niedlich. Wie er sich freut. Einstellung, sorry. Ja. Das ist echt komisch. Ich glaube, das wird nicht so viel bringen. Nee. Beleuchtung ausgeschaltet. Ja. Sieht jetzt ein bisschen weniger gut aus ohne Reflexionen, aber das Flackern ist ja gut. Ja. Wir lassen es mal so. Mal gucken. Ja. So. Okay. Der dreht auch immer ein Stück weiter. Ist das eine Brücke da oben, eine Hängebrücke oder was? Das sieht so aus. Das läuft jetzt übrigens sehr viel flüssiger gerade. Und es flackert auch nicht mehr. Und es reflektiert ja trotzdem. Ein bisschen, ja. Ja. Ich find's okay, wir lassen das mal. Ja. So. Komm her, komm, da hoch. Ja. Hihi. So hoch. Ich muss den. Ich dachte, ich kann den runter machen. Ach, geht nicht. Kann ich den nehmen? Kann ich hier was nehmen? Okay, dann muss ich. So ein fetter. Ja, hab schon gesehen. Dann muss er nochmal zurück. Lustig. Huch. Entschuldigung, den habe ich verbracht. Oh, guck mal. Wie witzig. Errungenschaft. Bergsteiger. Oh, jetzt geht's weiter hoch. Wie sich auch sofort die Stimmung. Oh. Okay, ja, mach das ruhig, das ist bestimmt sicher. Zeig deinem Kind ruhig. Oh.
wie sich das Licht verändert. Vielleicht sind es auch nicht Sohn und Vater, sondern vielleicht sind es auch Freunde und der eine ist nur älter. Weiß man ja nicht. Ja, das stimmt. Es ist ja ganz schön viel kaputt. Ach, wie schön das ist irgendwie. Ja. So, so ein kleiner Szenenausschnitt nur und trotzdem irgendwie super schön. Ja, das ist echt witzig. Okay, also wir gucken mal weiter. Ist das zu weit? Hast du da gerade einen Teil verloren? Mist. Shit, hier. Du hast recht. Also, ich weiß es nicht. Wir dürfen die nicht runterfallen. Ich weiß es nicht. Es sah gerade irgendwie so aus. Vielleicht schaffst du es ja noch. Nee, der muss da erstmal hinlaufen. Ja, ja, ja. Nein, guck mal. Oh, ein Glück. Ah, okay. So, jetzt aber. Ah, das geht. So, das ist schlecht, weil dann kann ich nicht weiterbauen. Dann muss ich kurz überlegen. Was hast du den denn drehen noch? Vielleicht. Der bringt mir irgendwie gar nichts. Doch, naja, wenn du den darauf packst, den ist es ja wie eine Brücke, wenn du den ans Letzte packst. Warum springt der denn jetzt hier eigentlich nicht? Ah, okay. So, Katze streicht mir um die Beine. Der ist zu weit weg, denke ich. Ich mache erstmal den. Einen davor. Ja, genau. Nee, wenn du den umdrehen. Einmal um. Ach nee, mach da trotzdem. Zu weit wahrscheinlich. Ja. Aufgefangen. Nein. Nein. Man muss die immer. Ich muss auch lernen, dass man die nur einmal anklicken darf zum Aufnehmen. Ja, so, ja. Stimmt. Ah, krass. Bergsteiger. Krass. Oh, guck mal, was ist denn das? Jetzt baut er vielleicht eine Leiter. Einen Zaun? Oder ein Häuschen. Nee, ein Lagerfeuer sieht, oder? Ach so, stimmt. Ein Schutz, vielleicht ein Zelt bauen die oder so. Also da unten liegen so die Musik. Bausachen. So, ja, genau. Vielleicht mal hier rein. Boah, wie sich das Licht ändert. Boah. Krass, die Abendsonne. Hä, wie gut das gemacht ist mit dieser Stimmung einfach. Krass. Oh, das ist wie so ein Dach. Guck mal, die bauen gemeinsam. Einer baut das Feuer und einer baut das den Unterstand. Oh, und da können sie sich hinsetzen. Jetzt wird's dunkel. Oh. Da Feuer. Ja, ja. Blub. Oh, wie schön. Krass. Das ist schön. Also es gibt eine Story, aber es gibt keinen Ton. Nee. Man sieht die Story nur visuell. Ja. Wie schön einfach. Das ist richtig schön. Boah, krass, wie das aussieht. Und der Kleine schläft, der atmet sogar. Ja, stimmt. Oh. Du kannst da bestimmt was machen. Oh, ich habe die Szene genossen. Ich nenne sie jetzt immer der Kleine und der Große. Ja, genau. Bestimmt muss das Feuer aus. Stein gelöscht. Ist ja dunkel. Ah. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Builder's Journey. Das war jetzt wahrscheinlich das Tutorial. Ja. Wie schön, das hat voll Spaß gemacht. Richtig schön. Ich mag diese Idee. Die ist so simpel und genial. Ja, total. Blub. Der Blubbel. Der Schlamm. Ah, geil. Ist ja echt eklig. Okay, weiter geht's. Ich habe keine. Doch, deine. So, jetzt wird mir nichts mehr geschenkt, glaube ich. Guck mal, es geht tiefer. Das meinte ich gerade mit, mir wird nichts mehr geschenkt. Musst du dich beeilen. Ja. Oh, geh ich im Moor versinken. So, dann müsste die Maus ein Ticken weniger. Ja, du kannst auch vorher ein bisschen drehen. Ah, ich hätte drehen sollen, ja. Du hast Zeit. Okay. Boah, da muss man schnell sein. Ja, aber ich gehe einfach über die Festen. So. Das ist doof. Ich wollte einfach über die Festen gehen. Geht das dann? Ja, bestimmt. Guck mal, Fahrstuhl. Haha, voll gut. Wie schön das aussieht, wie die wabern. Ich glaube, jetzt passen die Grafikeinstellungen erstmal. Wir lassen es einfach so. Ja, genau. Zwischen und flackert es manchmal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das bei euch aussieht. Weil es vielleicht zu lange braucht. Nee, gerade so. Ging noch. aber ja, ist okay. Ja, minimal. Ja.
Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Das stimmt. Oh, krass. Voll kaputt. Okay. Der muss ja ziemlich weit runterspringen. Ja, du hast ja da genug Teile, wa? das ist ja witzig. Mal gucken, ich probiere mal was. Das Licht ändert sich schon wieder. Ja. Aber das ist ja jetzt ziemlich weit, ne? Kann doch rutschen. Mal gucken. Manchmal. das ist Geräusch. Ich furz einfach. Dann ist doof, dann muss ich jetzt wieder abbauen. Dann ist doof. Was hast du denn da noch für Teile? Da ist auch so eine Ecke. Treppe, vielleicht ist die besser, ne? Ja. Diese Ente. Ja, die ist doch gut. Die ist richtig gut. Du solltest da gar nicht hin. ich mag die Musik so richtig beruhigend, ne? Ja, total. Boah, das ist so richtig zum Meditieren, dieses Voll Spiel. Voll entspannt eigentlich. Ja. Oh, Riesenecke. Dreh doch. Oder ein Tick. Ja. Ja. Das ist immer dann. Manchmal ist es dann schwierig. So, ich mach den hier und den hier rauf. Du wirst gleich noch sehen, dass es ein genialer Schachzug von mir war. Ah. Ja, man weiß immer nicht genau, wie hoch er springen kann. Man müsste die Ebenen zählen. Stimmt, ja. Oh, blub. Das ist einfach Wasser, was tropft, glaube ich. Ich glaube, das kannst du verwenden. Sicher? Nö. Ah, nee. Du wolltest nur, dass ich das ja, fange. Ja, natürlich. Ich will immer die Buttons pushen. So. Ja, wie so ein Rohr, stimmt. Hier sind so ein paar Sachen, die ich nehmen kann. Und wegwerfen. Du hast aber nur so eine kurzen Dinger. Okay, kann ich hier was nehmen? Nee. Dann, wie muss ich laufen? Eher hier rum? Nee, man muss schon hier rüber bauen. Okay, warte mal. Huch. Oh. Hast du es gerade kaputt gemacht? Entschuldigung. Ich bin ein... Oh, das Wasser steigt. Da sind Teile, die ich gebrauchen kann. Und ich glaube, das Wasser ist gestiegen. Nein, ich wollte den hier hin machen. Da ist eine richtig lange Brücke. Ja, die brauche ich nämlich. Oh, die ist gut. Erstmal kaputt machen. Aber die muss man sinnvoll einsetzen. Warte mal. Ich muss die ja nicht direkt an Anfang bauen. Der springt ja, der ist ja wagemutig. Ja, unser stimmt. Freund, kleiner Freund hier. Das der stimmt. Ist sehr wagemutig. Nee, man muss immer eins abbauen, wenn. Ja, kommst du nicht, ich weiß. Bleibt er da oben stehen, das ist echt lustig. Ist so cool, dass man eine Toleranz hat. Man kann die ein bisschen irgendwie setzen. Guck mal, ich bin fast da. Hallo. Hey, super gemacht.